Im Bemühen, ein Übergreifen des Nahostkonflikts auf die gesamte Region zu verhindern, hat US-Außenminister Antony Blinken Gespräche mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und Außenminister Israel Katz geführt. Dieser hatte kurz zuvor im israelischen Fernsehen erklärt, dass Israel hinter der gezielten Tötung eines Kommandeurs der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah steckt. Auf seiner Vermittlungsreise hatte sich Blinken gerade die Unterstützung mehrerer arabischer Staaten und der Türkei für den Wiederaufbau des Gazastreifens gesichert. Am Rande des Blinken-Besuchs forderten Demonstranten in Tel Aviv einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Bewegungen wie diese sind in Israel nur eine Minderheit. Ein baldiger Waffenstillstand scheint nicht in Sicht. Die israelischen Streitkräfte dringen weiter in den südlichen Gazastreifen vor, während intensive Luftangriffe anhalten. Die Weltgesundheitsorganisation berichtet von zahlreichen Amputationen im Gazastreifen, obwohl die Gliedmaßen eigentlich gerettet werden könnten. Grund dafür sei die katastrophale Lage und schlechte Versorgung. Die WHO spricht von frisch Amputierten, die in ihren Betten um etwas Essen und Wasser betteln.